Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Medieval Dynasty und schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Ah, endlich. Ich weiß zwar nicht, was die hier gerade schmiedet, weil eigentlich muss sie das nicht machen, so wie sie das macht, aber okay. Okay, ich beschwere mich nicht. Es ist alles gut. Wir haben eine Schmiedin und das ist auch gut so. So, hier wird noch fleißig gewerkelt. Das ist wunderbar. Schaut euch das mal an. Toll. So. Und ich überlege gerade, das müsste bei der Jagd sein, oder? Können die... Die machen aktuell keine Federn. Und überhaupt, warum haben wir so viel Leder da drinnen? Ich nehme mal ein bisschen Leder raus. Machen mal 15, 15. Hier gehen wir ein bisschen hoch. Jawohl. Und den Rest hauen wir in Federn. Warum Federn, werdet ihr euch fragen. Ganz einfach. Irgendwann müssen wir ja auch mal schöne Pfeilchen herstellen. So. Geht das in der Schmiede mit den Pfeilen? Ja, theoretisch ginge das in der Schmiede. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen Hämmerchen dafür offensichtlich. Für das... Nee, nur für die Pfeile und für die Messer. Spannend. Sehr spannend, ja. Okay, ja, es gefällt mir auch noch nicht so wirklich gut, aber... Es ist besser als nix. Schauen wir mal, was brauchen wir für einen Hammer? Holzstamm und Stücke. Okay. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Machen wir mal ein paar Hämmerchen. MC Hammer. Oh Gott, Stücke. Die Stockproduktion ist so mies bei uns. Ah, wir werden gleich Stücke brauchen. Wir müssen ein bisschen Stücke holen. Kommen wir nicht drum rum. Sonst fängt die gleich das Jammern an. So. Hier die zwei schon mal. Sonst ist die Schmiedin sauer. Und so ein Schmied solltest du niemals wütend machen. Das sind grummelige Gesellen. So. Einmal hier. Ich meine, gibt ja genug Zweige. So ist es ja nicht, ne? Musik gibt es heute übrigens nur, wenn ihr das Video geliked habt. Erst dann springt die Musik wieder an für euch. Das habe ich jetzt so eingestellt. Und falls das nicht funktioniert, das System ist ein bisschen buggy, da müsst ihr auch noch einen Kommentar schreiben. Und dann sollte aber wieder Musik da sein. Also einfach das Video weiterlaufen lassen, kurz irgendwas Schönes in die Kommentarsektion schreiben und dann läuft der Lachs. Versprochen. Dann sollte demnächst die Musik wieder für euch anspringen. Es dauert ein bisschen, bis die Server, weißt du, bis die Server das aufnehmen, aber dann passt das. So. Wie viel haben wir? 68. Das geht aber auch echt, das ist echt mühsam, ne, mit den Stöcken. Ich weiß schon, warum ich die Arbeit immer delegiere. Zack, 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 86, okay. Bzz, bzz, ja, gib Ruhe. Ah, das ist der Sound, den ich mag, Leute. Aber so an sich, es läuft mittlerweile, ne? Also man kann sich jetzt echt nicht beschweren. Ich habe so das Gefühl, unsere kleine Siedlung hier wird immer geiler.
Sie entwickelt sich prächtig. Ich habe Hunger. Ich muss jetzt auch was für meine Entwicklung tun. Ich muss was essen. So, nehmen wir mal 14 Fleisch. Ich habe übrigens geschaut, scheinbar kannst du in-game tatsächlich nirgends nachgucken, wie viele Werkzeuge und so du brauchst. Aber ganz findige Leute haben ein Excel-Dokument erstellt. Ich weiß jetzt leider gerade den Namen nicht, sorry. Aber ich verlinke euch, wenn ich es nicht vergesse, ansonsten erinnert mich in den Kommentaren dran. Ich verlinke euch das in der Kommentarsektion. Und dann könnt ihr euch das auf Nexus Mods runterladen, das Ding. Oder könnt ihr da das Ding alles berechnen lassen. Ich sage euch gleich, das ist ein bisschen kompliziert alles. Aber ich glaube, wenn man sich da mal reinfuchst, ist das ein ganz nettes Tool. So, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht die komplette Zeit hier mit Sammeln verbringen. Eigentlich wollte ich heute gucken, dass wir noch weitere Bewohner hier in unser Dorf bekommen. Aber die Zweige. Die Zweige. So. Also ich wollte heute eigentlich eine kleine Welttour machen. Wieder mal. Mit unserem Eselchen. Damit wir, wie gesagt, nochmal neue Leute bekommen. Vor allem für die Tiere brauchen wir auch noch jemanden. Also für den Esel jetzt nicht so, aber für die Hühnchen dann. Und eigentlich wollte ich auch ein Schweinepferch mal bauen. Also ihr merkt schon, wir haben wieder sehr, sehr viel zu tun. So, jetzt schauen wir mal. Schweinepferch, können wir den überhaupt schon bauen? Ja, das ginge. Ein Schweinestall. Dann bauen wir den doch mal in die Tierecke. Bisschen weg von den Häusern. So. Ich guck mal, ob ich 8 Steine schnell gesammelt bekomme. Ich will die Schmiede nicht verärgern. Sie wirkte sehr grummelig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. So. Blaps. 6 Holzstämme. Auch hier möchte ich dann wieder tatsächlich so einen kleinen Pferch drumrum bauen. So, 2. Machen wir mal erst die Holzstämme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Holzstämme. Und 9 mal 6 Stöcke. Also 54. Da kannst du dich auch nur blamieren, ne, wenn du dieses ganze Zeug rechnest. 9 mal 6 ist nicht 54, doch, ist 54. Aha, habe ich doch gesagt, ne, kannst du dich nur blamieren. Du kannst dich nur blamieren, wenn du den Mist im Kopf rechnen möchtest. So, 9. Ja, das geht noch. Da kannst du dich einfach nur blamieren. Ha, der ist so dumm.
kann ich rechnen. Ja. Schnauze jetzt. So. Zack, 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 zack. Und was brauchen wir noch? Ist das nur ein Dach? Scheint nur ein Dach zu sein, also 4 Stroh und ein Holzstamm. Und dann müssen wir eh erstmal wieder an Geld kommen, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Dann müssen wir erstmal Geld besorgen, damit wir... Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr mit, man weiß nie. Aber wir können uns, glaube ich, gerade keine Schweine leisten. Und die fliegen uns ja nicht einfach so zu. So. Tag ist auch schon bald wieder vorbei. Vielleicht werde ich die Nacht gleich nutzen, um irgendwelche coolen Sachen zu craften. Aha, hier wird der neue Schweinestall schon ausspielen. Hallo? Entschuldigung? Wo ist sie jetzt hin? Ah! Okay. Hätte mal Jägerin werden sollen, so gut wie die sich tarnt. Ha, siehste, gut, dass ich mehr mitgenommen habe. So. Schweinestall fertig. Ist das ein hässliches Ding. So, gut. Ja, dann Flecht. Eigentlich würde da ein niedriger Flechtzaun reichen, ne? Hm, aber Geld. Naja, gut. Aber das Geld. Denk doch mal mehr an das Geld. Ich finde das ganz interessant. Du kannst das Tor... Oh Gott, nee, das... Das nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass du das nicht so... so schön bauen kannst, scheinbar. Scheinbar, weil ich es nicht genau weiß. So. Hey, 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 hey. So. Unzureichende Länge. Machen wir es doch so. Ah, da können die doch drüber hüpfen, oder? Da können die sowas von drüber hüpfen. Der ist zu klein. Ja, super. Wobei das was für die Felder wäre vielleicht. Könnte man sich noch überlegen, ne? Na gut, dann... Dann halt nicht. So. Wunderbar. Also ein Haufen Stöcke wieder mal. Es ist fürchterlich. Aber das ist so eine Sache, das kann man dann in der Nacht mal machen, ne? Das ist überhaupt kein Thema. Oh! Hallo! Durch bloßes Herumlaufen haben wir einfach mal das Materiallager 2 freigeschaltet. Sehr cool.
Können wir das jetzt upgraden? Dann verputzen wahrscheinlich, ne? Turmbewurf. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Upgrades gibt's einfach nicht, oder? Verstärkte Holztür. Ein Strohhimeli. Himeli. Na gut. So. Ah, es ist so toll. Ich könnte das den ganzen Tag angucken, wie die hier Holzwerkzeuge schmiedet, die Alruna. Was? Ah ja, die neuen Holzstämme haben wir noch dabei. So, scheint schon wieder vorbei zu sein, dieser wunderschöne Arbeitstag, ne? Naja. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt einfach mal das komplette Leder. Das wir haben. Und crafte uns Säckchen. Und die verkaufen wir dann. Ich glaube, das macht Sinn. So. Das hätten wir schon mal geschafft. Hier ist gut Party gerade. Fehlen nur noch die Bierdosen, oder? So, Säckchen. Säckchen sind gemacht. Dann nehme ich dann einfach welche raus. Alle werden wir nicht nutzen, denke ich. Gut, was haben wir noch zum Vercraften? Ich meine, was natürlich, glaube ich, sehr, sehr krass gewinnbringend ist, sind so Holzschalen. Was ich letztens gelesen habe, ist, dass Löffel richtig heftig sein sollen. Möchte ich mal schnell gucken. Ja, müssen wir aber aus Stöcken bauen. Sieht so aus, als hätte ich einen Haufen Stöcke. Ich glaube, das mit unserem Plan, dass wir heute ganz doll herumreisen und so, ich glaube, daraus wird nichts. Ich glaube, wir machen heute einen kleinen Crafting-Tag. Ist aber auch nicht schlimm, finde ich. Mal so einen schönen Crafting-Tag einzulegen. Naja gut, das mit den Holzlöffeln macht schon Sinn. Die wiegen wahrscheinlich nix. Und Stöcke kriegst du relativ easy gefarmt. Beim Holzfäller, ne? Ist schon nicht so dumm. Aber wer braucht so viel Holzlöffel? Und die Frage ist halt auch immer, ist das jetzt so cool? Weißt du? Also ich könnte jetzt 1 Milliarde Holzlöffel bauen. Und dann haben wir geldtechnisch ausgesorgt. Aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen... Es hat, finde ich, dann so einen faden Beigeschmack. Wie seht ihr das denn? Ich finde, es hat dann echt so einen irre faden Beigeschmack. Wenn du die kosteneffizientesten... Oder wenn du nur die kosteneffizientesten Sachen craftest... Weil ich meine, dann könnte ich ja einfach auch
keine Ahnung, ob es das gibt, irgendwelche Cheats in die Konsole eingeben und sagen, hier 1 Million Gold, dann spare ich mir die 10 Minuten Löffelcrafting. Ich meine, ich will es austesten, aber ich könnte jetzt 125 Holzlöffel craften. Ja, komm, mach 125 Holzlöffel, let's go. Neuer Siedlungsname, Löfflingen. So, bevor ich aber jetzt hier weiter crafte, möchte ich erstmal gucken, nicht, dass das... 3. Ja, da kriegst du schon gut was rein, ne? Naja, okay. Wir machen es jetzt mal mit den Holzlöffeln, aber... nur zu Demonstrationszwecken und, ansonsten weiß ich nicht. Da ist mir leider die Tonspur abgeschmiert an dieser Stelle. Ihr seht mich jetzt im Hintergrund wahrscheinlich ganz beschleunigt irgendwo noch herumlaufen. Ich habe nochmal ein paar Zweige gesammelt nach unserer tollen Löffelherstellung. Die werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge verkaufen. Und dann seht ihr noch, dass ich unseren Schweinepferch hier fertigstelle. Und ja, was wollte ich noch sagen oder was habe ich gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir uns dann dran, dass wir uns Leute suchen. Und zwar männliche Leute. Und zwar einen, der nicht craften kann. Einen, der sich um die Tiere kümmern kann und einen, der Ressourcen abbauen kann. Genauso war es nämlich, weil Frau ist ja schwanger, das heißt, die fällt bald aus. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Ressourcensammler. Und dann brauchen wir noch jemanden für die Tierchen, damit der dann den ganzen Schweinemist holen kann. So war's. Genau das wollte ich sagen. Und jetzt ist die Folge damit auch schon vorbei. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar, damit es hier weitergeht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.